Aber ich weiß auch, dass in der Oscarsaison viele Dinge eine Rolle spielen, sagte Del Toro kürzlich im Interview. Wenn es passiert, ist es großartig, wenn nicht, gehe ich nach Hause und arbeite weiter. Die mexikanischen Regiestars Cuarón, Iñárritu und Del Toro sind eng miteinander befreundet. Die Three Amigos tauschen sich aus und co-produzieren ihre Filme untereinander. Del Toro lieferte Cuarón sogar die entscheidende Idee für das Ende seines Films Y tu mamá también. Als sein Freund in einer kreativen Sackgasse steckte, so unterschiedlich sie in ihren Themen und ihrer Bildsprache sein mögen. Sie eint die Migrationserfahrung, das Anderssein und ihre Verwurzelung in der mexikanischen Kultur. Ihre Filme haben Kritiker dazu gebracht, ihre Klassifizierung zu überdenken, wie die Grenzen zwischen künstlerischen und kommerziellen Filmen oder zwischen Weltkino und US-Kino, schreibt Deborah Shaw in ihrem Buch The Three Amigos, wie es ihm möglich sei, als fröhlicher und liebevoller Mensch die dunkle Seite der menschlichen Natur, die Fantasie und den Schrecken so trefflich herauszuarbeiten. Wollte kürzlich eine Journalistin von Del Toro wissen, ich bin Mexikaner, lautete seine lapidare Antwort. Niemand liebt das Leben so wie wir, weil wir uns des Todes bewusst sind. Wir wertschätzen das Leben, weil wir mit dem Tod leben. Man müsse jede Sekunde des Lebens auskosten, bis hin zur Gefräßigkeit, erklärte Del Toro seinen Schülern zuletzt in einer Meisterklasse seines Tacos- oder Filmideen, sagte der schwergewichtige Regisseur. Ich glaube, so habe ich gelernt zu leben. Mit rund 11 Millionen Menschen sind die Mexikaner die größte Minderheit in den USA, während sie in Politik und Wirtschaft noch immer deutlich unterrepräsentiert sind. Machen sie in der Filmindustrie an Boden gut. Anthony Quinn galt schon in den 1950er und 1960er Jahren als einer der besten Charakterdarsteller Hollywoods. Heute machen Schauspieler wie Gael García Bernal, Latinos werden noch häufig nur für Klischee-Rollen besetzt. Der Siegeszug der mexikanischen Regisseure könnte der Auftakt zu einem grundsätzlichen Umdenken sein. Wir erleben, dass sich die Akademie vor unseren Augen neu erfindet, sagte der Präsident der Academy of Motion Picture Arts and Sciences AMPAS, John Bailey, kürzlich bei einem Mittagessen für die Oscar-Nominierten in einem Hotel in Beverly Hills. Es gebe mehr Bewusstsein und Verantwortungsgefühl für ein Gleichgewicht der Geschlechter, sagte NHMC-Präsident Alex Nogales. Es ist an der Zeit, das Weißwaschen zu beenden und Latinos vor und hinter die Kamera zu bringen. Quelle ntv.de